Hallo und herzlich willkommen zum Community Server und wer denn heute alles dabei ist, das erfahren wir vom Simon. Moritz, Joshua, GunLP, John, André und KV7LP. Ja, und Arktik und Leberwurst, die nur im TS dabei sind. Korrekt, vielleicht sollten wir die Musik mal rausnehmen. Ja, ich hab den gar nicht aktiv. Ja, professioneller YouTuber. Ist ja egal. Du machst dich halt, lizenzierte Musik machst du ja im Partnerzug, ne? Da ja, genau. Viel genug ja. Reden. Ja, gestern kam keine Folge wegen Livestream. Und heute wieder Community Server. Wir sind immer noch beim Ansehen, beziehungsweise ich kann ja mal einen kleinen Blick auf die Statistiken riskieren. Das sieht ja doch ganz gut aus. Also fast 700.000 Liter Weizen und über 400.000 Liter Gerste. Komm auch mal. Nett. Sprich, bei einer Nachfrage hätten wir definitiv da ein bisschen Geld für was Neues. Worauf hättet ihr denn da so Bock? Wir dachten an neue Schlepper. Neue Schlepper und Anhänger. Noch ein Anhänger mehr. Wenn. Okay. Müssen wir mal schauen, was denn da genau das Budget hergibt. 600.000 bei den Preisen sollte dann ungefähr so... 200 PS. Ja, 200 PS so bräuchte man halt für die 6 Meter Maschinen. Wir haben jedenfalls aber schon mal... So 200 PS, 50 km/h. Haben wir aber jedenfalls schon ein bisschen wenig Maschinen am Start momentan, weil wenn du ja mal aufnimmst, dann ist ja halt viel los und dann sind die Maschinen besetzt. Dann stehen die meisten halt nur rum. Jan-Tilan vergewaltigt da gerade sein Mikrofon. Bobby. Kannst du das irgendwie ein bisschen zurückschrauben? Vielleicht so ein wenig push to talken. Das klingt nämlich echt nicht so schön. Ja, unangenehm, ja. Man muss halt ganz schön arbeiten. Direktsaatmaschinen, also zu kaufen. Federstände. Ja, dafür bräuchten wir dann 200 PS Schlepper. Ja. Damit das Ganze sinnvoll funktioniert, das stimmt schon. Die 6 Meter Klasse wäre hier, gerade wenn wir mal sagen, wir holen uns vielleicht noch ein etwas größeres Feld dabei. Also eine rote Katze braucht man dafür, mit anderen Worten. Ja. Wenn wir alles abrasieren dürften, das wäre viel besser. Haben wir jedes Mal was zu tun. Na, dann rasieren wir einmal alles ab und können dann einmal alles kaufen, weil dann haben wir so viel Ertrag einfach. Ich meine, hier stehen 1200 Hektar oder was insgesamt angebaut. Also ein bisschen was ist das und deshalb würde ich fast sagen, können wir das eigentlich sein lassen. Hier vorne wurde nicht vernünftig gegrubbert auf Feld 31. Ich glaube, wir wollen noch erstmal den Kredit zurückbezahlen. Ja, der Kredit muss auch noch weg. Das sind fast 20.000, die aktuell noch offen sind. Nee, das sind 200. Achso, Kredit. Wir sind aber auch noch im Minus. Also, das kommt ja auch noch. Oh, der Dings hat sich geändert. Der Karrieremodus hat sich mal wieder von Grund auf geändert. Bei Project Cars jetzt? Ja, ja. Der wird gerade getroffen. Ja. Hier ist noch alles voll mit Weizen. Nicht ich. Ey, das war, andere Fruchtsorten. Das ist ja... Puh. Geil. Nach der Aufnahme wahrscheinlich meine, muss ich meine Dinge pumpen und meine Qualität mal runterschrauben. Meinst du, es leckt bei dir auf der Map, oder? Bei mir kommt gerade mein PC an die Enden, meine Grafikkarte ans Ende. Okay. Weil ich alles hochgedreht habe im Spiel drin. Ich muss sagen, die Mac läuft aber eigentlich sehr flüssig. Also ich habe beim Aufnehmen eigentlich immer 60 FPS. Das ist mehr als auf der Holzhausen oder eigentlich genauso viel wie auf Björnholm. Der Grubber überholt mich, ja. Übrigens, eine Sache stimmt auch im Shop nicht bei dem John Deere, den wir haben. Und zwar die PS-Leistung. Der hat nämlich nur 125 PS. Ja, der ist ein bisschen aufgedreht, würde ich sagen. Das geht bei dem noch nicht. Wie viel hast du eigentlich irgendwie nur das Laptop-Mikro oder was ist das bei dir, Robi? Ja, Robi klingt heute echt das sexy. Das ist das Laptop-Mikro. Das andere ist kaputt. Man hört halt immer ganz schön an den Tastenanschläge. Vermute ich, dass das... Muss halt anders gemacht werden. Ja, nee, kann man auch lieber sein lassen eigentlich.
So richtig geil ist das nicht. Ich hab jetzt fast drin. Ja, dann mal schauen. Wahrscheinlich. Wie schnell darf man aktuell übers Feld fahren, wenn man irgendwie grubbert oder sowas? Was geht? Weil jetzt in LS15 ist das ja wieso begrenzt. Latte. Ja, und ja, ich war also, gerade 100. Leckt es bei dir, oder? Ja, ja. Bei mir hat es sich ein bisschen wieder eingefangen, aber ich finde schon geil, wenn ich die Lok öffne vom Server und sehe, dass die Standardmaschinen Fehler haben, dann denke ich mir auch, Giants, hat super geklappt mit der LS15, ne? Was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Ja, was haben die da überall, ja, ein Jahr, seitdem die Konsolenversion raus war, gemacht? Also ich bin hier am Sehen und brauche ungefähr 2 Bahnen, fast eine ganze Tankladung von der Siebmaschine. Ja, die ist echt schnell leer, aber es geht eigentlich noch. Muss man halt zwischendurch mal zurückfahren. Macht ja auch ein bisschen Fläche dabei. Was macht ihr gerade so? Ich glaube fast alle säen. Ich grubbere. Ja. Ja, grubbern ist auch gut. Da vorne fehlt noch einiges. Ich bin unproduktiv. Ja, ja, mit 60 PS wird es. Ich Arctic seine. Ah, der Arctic verbrennt Benzin. Nee, ich klicke gerade nur so ein bisschen durch die Menüs und bin total fasziniert und plane, glaube ich, gerade ein neues Projekt anzufangen. Meinst du, Karriere sieht jetzt richtig geil aus bei Project Cars? Ja, also es sieht so aus, als könnte man wirklich von vom Renault Clio Cup oder halt also in der Formelkarriere halt Karts anfangen und durchziehen bis Formel 1 und dann Mont Prototyp oder halt und dazwischen auch GT3 und sowas. Durch. Ja, oder es gibt halt einen Rang mit allen GT-Klassen, wo er noch anfängt mit einem Renault Clio Cup. Geil. Und dann halt so ein Junior GT Cup und dann GT4, GT3, GT, also LMP2, LMP1. 0 FPS. Schon cool. 0 FPS kann ich jetzt nicht sagen. Ja, bei dir steht noch ein 6 vorne. Aber bald kommt mir Rovihausen. Rovihausen heißt deine Map? Yep. Hast du die schon konvertiert für LS15? Nee, ich hab nochmal neu angefangen, die für LS15 komplett zu machen, weil mal langweilig war. Und, ja, erzähl mal, was bekommt die so? Ja, das angekündigte Maxloch ist eingebaut. Halt alles schön eng. Und dann gibt es wahrscheinlich auch nur ein großes Feld, oder? Du bist ja immer der Freund davon, alle Felder zu verbinden, wenn ich das so von der Landwehrkanal richtig in Erinnerung habe. Ja, aber das mit dem Zusammenlegen ist dann nicht so das Gute. Also sagst du von Anfang an, nur ein großes Feld ist optimaler? Ja, nee, man hat am Anfang 3 Felder und eine Wiese. Okay. Ist das eine Vierfach- oder eine Standardgröße? Standard. Komplett ausgebaut oder Teile freigelassen? Komplett ausgebaut. Okay. Klingt ja ganz nett. Bin ich ja mal gespannt. Willst du die auf Modhoster hochladen oder nur privat nutzen? Ich weiß noch nicht, wann ich die hochladen werde. Ja, da kann man ja mal gespannt sein. Oder wollen wir dann so ein Vorstellungsvideo davon machen, oder? Wenn die cool ist und fertig ist, können wir dann, werde ich mir die auf jeden Fall mal anschauen, wenn du mir die schickst. Wenn die mir gut gefällt, kann ich dir auch ein Video davon machen. So. Jo, 2/3 der Sämaschine sind schon leer. Willst du meine haben? Die ist noch 99% voll. Ach Quatsch. Brauch ich nicht. Ich tank meine gleich eben auf. Wird eh alles noch gebraucht. Ein, zwei Durchgänge machen, was ist ja noch mit den Maschinen.
Übrigens, meine Freundin hat auch an der Map mitgewirkt. Und was hat die eingebaut? Die hat hauptsächlich Ideen und sowas eingebracht. Okay. Ist das irgendwie, ist das flaches Land oder eher was Bergiges? Also es gibt, es ist fast ein bisschen wie die Landwehrkanal. Also im Süden ist so ein bisschen größere Felder und dann ist auch so ein EU-Hof, dann gibt es noch, und dann ist in der Mitte, so Mitte bis rechts, so ein kleines Gebirge, wo eine Straße durchführt. Und im Norden ist dann ein bisschen hügelig, dann noch ein Dorf, also im Süden ist auch noch eine kleine Stadt. Und im Norden ist dann auch so ein kleinerer Bauernhof. Und ich habe sogar den Resthof, auf dem ich wohne, nachgebaut. Okay. Also was auch eher was, wo du versuchst, eine realistische Gegend nachzubauen oder nur der Hof realistisch? Ich habe alles so ein bisschen, so wie das hier bei mir in echt auch ist, vorüber mal so ein bisschen was eingebracht. Okay. Zum Beispiel von aber jetzt nicht irgendwie mit Google Earth hingesetzt und dann, Nicht das Höhenmodell von Google Earth runtergeladen und dann eingesetzt. Das wurde ja bei der MIG zum Beispiel so gemacht, soweit ich weiß. Ich ja, nach Google Earth nachgebaut. Ich bin mal ein bisschen mit meiner Freundin rumgefahren mit dem Trecker und dann haben wir uns so Gegenden angeguckt und haben geguckt, wie man sowas am besten in die Anlage integrieren kann. Oh, das klingt ja ganz schnuckelig. Bin ich mal gespannt. Was meinst du, wie lange brauchst du noch so zum Bauen? Ein, zwei Monate. Ich muss das noch mit den ganzen Startfahrzeugen fixen und da sind noch ein paar Fehler drin. Und ich will die halt erst releasen, wenn alles fehlerfrei ist. Ja. Auf jeden Fall ein vernünftiger Ansatz. Ja, das machen ja, sag ich mal, die guten Modder eh alle so. Ich frage mich, wie viele Leute in das Box noch reinfahren werden und sagen, der Mob ist voll scheiße, der Trigger fällt nicht weiter. Was hast du wo eingebaut? Ein Matschloch. Ach so. Mit unsichtbarer Kollision oder was? Nö, nee, so ein bisschen. Also, das ist halt so ein bisschen vertieft. Und so ein bisschen so gemacht, dass wenn man reinfährt, kommt man nicht wieder raus. Okay. Kann man ja gespannt sein. Also vielleicht da mit einem Allradschlepper noch wieder raus, aber mit einem Schlepper, der nur Hinterradantrieb hat, da brauchst du es gar nicht erst versuchen, da wieder rauszukommen. Meinst du, da hilfst du dann nur noch zurücksetzen? Ja. Bin sehr gespannt. So auf zwei Rädern durch die Kurve fahren ist, ach, bei 140 spannend, oder? Ups, da wurde irgendjemand getimeoutet. Ja, wahrscheinlich wegen Idle Time. Ja. Genau, der ist schon Idle Time exceeded. Und bei der, ja, jetzt ist er wieder da. Map hat man da auch am Anfang auch was für Heu und Stroh. Und zwar der gibt da wahrscheinlich kein Mikrofon, oder? Wahrscheinlich. Und da gibt es dann auch so ein Förderband mit Dachboden, wo man dann die kleinen Beine unten raufpacken kann aufs Förderband und die fahren dann nach oben. Ich hätte ja mal Bock auf so eine Rundbogenhalle, die hatten wir auch damals irgendwann mal bei Tour was. Für das Schneidwerk. Genau, für Schneidewerk und Drescher. Und so eine hätte ich gerne in größer, um da Ballen drin zu stapeln, das fände ich geil. Weil hier werden die oft in so Rundbogenhallen gelagert. Und man kann, sind auch platzierbare Haufen eingebaut, da kann man dann zum Beispiel auch Mist am Feldrand lagern oder auch mal ein Freilandsilo machen. Mhm. Den habe ich auch platzierbar dann an der Map eingefügt. Ich bin sehr gespannt, was du da gebaut hast. Musst du mir mal zeigen, wenn du fertig bist. Ach ja, und es gibt auch eine neue Frucht. Welche? Und zwar Tabak. Okay. Was? Da ist Tabak mit bei, oder?
Ja. Und zwar gibt es dann nämlich so eine Tabakpflanzmaschine. Und da sitzen hinten auch vier Personen drauf, die dann auch animiert sind. Hast du die Maschine gemacht oder hast du die Info gefunden? Die hat meine Freundin gebaut. Weil das wird bei uns nämlich auf vier gebaut. Meinst du, die ist so beim 3D-Modellieren begabt? Scheint so. Macht irgendwie klasse aus. Und die Animation ist so ein bisschen so wie die vom Forstmann von der Pflanzmaschine, nur halt anders. Okay. So ein bisschen so, nur halt anders. Boah, ich finde die Felder hier teilweise so geil, einfach weil die so groß sind, wenn du bald dran vorbeifährst und einfach eine Minute lang am selben Feld runterfährst. Dasselbe Feld runterfährst? Was? Wenn man am selben Feld runterfährt. Runter? Ja, ja, ja. Jojo. Die Straße entlang, meint er. Die Straßen so lang, das ist immer cool. Es gibt eigentlich mega viele Felder hier, die solche langen Kanten haben. Wobei wir natürlich jetzt erstmal nur die kleineren Felder haben. Ja, ich weiß nicht, warum wir nur bei... Ich wollte fragen, ob wir hier vielleicht 32 und 33 mitmachen könnten. Da habt ihr Gras gehäckselt und dann... Die gehören uns ja nicht. Ja. Deswegen fragt doch Robi doch. Dann wird der... Dann müssen wir die ja kaufen. Dem die gehören, die sagt so mal, ob wir die vielleicht mal bewirtschaften könnten. Na, wenn, dann müssen wir sie kaufen. Musst du nicht, die sind alle gekauft. Schon. Nee. Echt? Die sind nicht gekauft. Hier in der Chatbeschreibung steht drin, welche gekauft sind und welche nicht. 28 bis 31 sind gekauft. Okay. Weil bei mir im Singleplayer habe ich alle. Ja, das ist halt bei der Map so, aber wir möchten halt vernünftig alles uns nach und nach halt erspielen. Und deshalb gehören uns halt erstmal nur diese vier Felder. Ajo. Die Aufnahme rum muss ich echt mal hier meine Auflösung wieder runterdrehen. Ja, dann wünsche ich dir dabei viel Spaß, weil wir sind eigentlich schon mit der Aufnahme durch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn der, wer war das jetzt? Wenn der Simon seine Aufnahme, seine Qualität vernünftig eingestellt hat. Ciao.